für die Morgensession. Julia Mayer und ich, wir beschließen diesen heutigen Arbeitstag. Julia, jetzt haben wir endlich auch die Zeit gesehen mit den 33,57. Wie resümieren Sie nach diesem Rennen? Es war mein erster großer Auftritt bei einer Europameisterschaft. Jetzt da, ich war irrsinnig stolz, die Qualifikation geschafft zu haben. Mit der heutigen Performance bin ich nicht ganz zufrieden. Das ist nicht das, was ich kann. Ich habe versucht, das hohe Tempo mitzugehen. Das ist vielleicht ein Ticken zu schnell für mich. Und das habe ich natürlich hinten raus büßen müssen. Bis Kilometer 3 oder 3,5 war ich eigentlich auf Kurs auf Bestzeit, aber dann hat es mich komplett zerrissen. Somit ja, bin ich einfach nur froh, dass ich da gewesen bin. Sie haben sich auch sofort auf den Bauch gegriffen. War das einfach nur Erschöpfung oder war da mehr? Ja, es ist eben ab Kilometer 4 oder so ein bisschen Bauchkrämpfe eingeschossen. Bin ein bisschen verkrampft weitergelaufen. Es war nicht sehr, ich habe es nicht genießen können, das Finale heute leider. Allerdings war es auch ein Rennen, wie man es, glaube ich, selten sieht. Das war ja komplett abartig vom Tempo her. 3,03 auf den Kilometer, so viele Überrundungen, das Feld komplett zerfleddert. Wie viel versteht man davon während des Laufens? Ja, doch. Also man merkt zu Beginn natürlich schon, dass das Tempo hoch ist, dass sich dann zwei Gruppen bildet haben und dass natürlich dann rundum die Läuferinnen immer wieder kommen und einen überholen. Das Niveau ist irrsinnig hoch in Europa. Es ist richtig geil, damit zu laufen. Es hat richtig Spaß gemacht, trotz allem. Was nehmen Sie von heute mit? Ja, es ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Ich habe Erfahrung gesammelt und das ist das Wichtigste für heute. Danke, Julia. Dankeschön für diesen heutigen Abschluss.